Ja, servus die Mameln und grüß euch die Buben. Wie ihr sicher unschwer erkennen könnt, wisst ihr, wo ich bin, am Steinbruch. Ja, ihr habt jetzt von mir keine, mindestens 4 Wochen kein Video mehr gesehen. Und das ist auch ein besonderer Tag, da habe ich mir extra dafür Zeit genommen. Denn wie ihr vielleicht an den Eingangsbildern gesehen habt, habe ich heute einen besonderen Gast dabei. Das ist ja wie ein Dschungel. Dschungelcamp. Ich bin ein Star, holt mich hier raus. Lächerlich. Wunderschön. Da geht's schon los mit den Steinen. Ja, home sweet home, du hast mich wieder. Ja, jetzt sind wir angelangt an der heißgeliebten Feuerstelle. Natürlich wieder allein für uns. Ja, und wie Sie sehen können, ist das erste gemeinsame Käffchen mit dem Pit am Hausberg quasi. Ja. Und es gibt natürlich ein Käffchen, ist ja klar. Was sonst? Was sonst? Ich hätte jetzt beinahe gesagt ein Bierle, aber das gibt es ja später. Das macht er dann allein. Ohne mir. Jawohl, ja. Ja, dann eigentlich eine Premiere, mein neues Stanley, quasi ein Kaffeemaschinchen, die werden wir heute mal testen. Aber da mache ich noch ein gesondertes Video dann. Sieht so auf jeden Fall schon mal interessant aus. Ja, und vor allem, sie ist wirklich doppelwandig. Aha. Das ist schon ein Käfchen hinein. Wunderbar. Sitzt, passt, wackelt und hat Luft. Jo. So. Ja, jo. So, jetzt muss ich noch meinen Löffel holen. Siehst du, den habe ich da. Den habe ich im Rucksack gelassen. Die Schnarchnase. Aber in dem Sinne nochmal Prost, Pit. Prost, Carlos. Hat mich extrem gefreut, dass das heute geklappt hat. Mir ist es eine Freude und Ehre. Jawohl, mir auch. Zum Wohl. Zum Wohle, Freunde. Zum Wohl. Und unsere kranken Sesseln grüßen wir natürlich auch. Sowieso. Ah. Jawohl. Ein Traum. Mm. Ja, jetzt werden wir da noch ein bisschen Holz sammeln und dann werden wir noch ein bisschen gemütliches Lagerfeuer machen. Jawohl. Dass die Stimmung ein bisschen erheitert wird. Da wird es ein warm ums Herz. Wenn man schon so ein schönes Platzerl hat. Ja, der ist nicht schlecht, muss ich sagen. Und? Vor allem, du brauchst jetzt nichts waschen. Ja, das ist es. Das ist durchaus ein Vorteil. Na klar, wenn man noch einen trinken will, dann musst du halt ausspülen. Vergleich jetzt zur Bialetti, was sagst du? Ähnlich? Oder? Na, Bialetti ist eher mehr Espresso. Mhm. Also das ist schon was anderes. Das ist eher so der Filterkaffee? Ja, quasi so Filter eher, ja. Aber das gefällt mir gut, muss ich sagen. Zeiten stellen. Ja, wunderbar. Ja, wenn es einmal brennt, geht schon. Ja, haben wir mal. Da steht er noch. Und gleich der erste Test von die neuen Handschuhe. Ja, das müssen sie aushalten. Ja. Sonst dürfen keine Mechanics werden. Indianersklo. Und haut sich mit dem Federbuschi auf die Indianermuschi. Oh, tut das gut, oh, tut das gut. Brennt. Nein. Aber jetzt soll ich was werden. Da ist der Feuermeister. Ist gleich ein anderes Feeling. Da kann man es aushalten. Ja, vor allem, das ist ja nicht wirklich ein festes Holz. Jetzt aber kommen die großen Brocken. Ja. Aber schön ist. Mein lieber Schwan. Da kann man schon aushalten. So muss das sein. Das ist ja wie im Gartenparadiso. Quasi. Was immer sagt, mein kleines Paradies. Ja, das ist wirklich ein schönes Flecken. Jetzt gibt es zu Ehren von Franz, mein Hüttenwirt, meinen ehemaligen, den Puntigammer. Und das trinke ich jetzt auf dein Wohl, Franz. Prost. Prost. Selig. Ja, so ein bisschen ein Wind. Hucht sie mal, wenn es regnet. Das sind die Birkenblättler. Ja, Freunde, es ist jetzt Mitternacht. Ich habe jetzt bis jetzt mit dem Pit geplauscht über dies und jenes. Teilweise ganz vergessen, dass die Kamera überhaupt einschaltet. Wir hatten eigentlich eine schöne Zeit gemeinsam. Der Pit geht jetzt hier herum schlafen und ich gehe ab nach Hause. Und er kommt morgen noch einen Sprung vorbei, bevor er nach Hause fährt. Und ja, ich gehe jetzt auch schon langsam ins Heierbettchen. Ich sage danke fürs Zuschauen, fürs Dabeisein. Wünsche noch einen schönen Tag, eine schöne Woche und Servus die Maul und pfiat euch die Burm.